Beim dritten Horst Mandl Memorial Leichtathletik-Meeting in Graz sorgte Eugene Amodazia für eine Sensation. Der Brite siegte über 100 Meter in einer Zeit von 9,93 Sekunden. Nicht zu schlagen war aber auch Österreichs Diskuswerfer Lukas Weiß-Heidinger. Im Vorfeld des Meetings wurde mit Spannung vor allem das Duell der Olympiamedaillengewinner Lukas Weiß-Heidinger und Christoph Harting im Diskuswerfen erwartet. Doch dann stiehlt den beiden Eugene Amodazia im Finale über 100 Meter die Show. Der 31-jährige Brite läuft das Rennen seines Lebens und siegt in einer Zeit von 9,93 bei 0,1 Meter Rückenwind. Damit unterbietet er seine persönliche Bestleistung um 0,12 Sekunden, läuft die drittschnellste je in Österreich gelaufene 100 Meter Zeit und pulverisiert den Meeting-Rekord des Horst Mandl Memorial. I know I'm in good shape. Ich wusste, ich bin in einer guten Form. Als ich hierher kam, wusste ich, die Bedingungen sind gut. Es ist warm, kein Wind. Ich habe gebetet, dass es klappen wird. Ich hatte richtig Spaß. Als ich die Ziellinie überquert habe, habe ich gesehen 9,93. Ich habe mich so gefreut, bin herumgesprungen. Das ist echt verrückt. Das ist nun mein Lieblingsmeeting im Kalender. This is now my favorite meet on the calendar. In guter Form präsentiert sich auch Diskuswerfer Lukas Weiß-Heidinger, während sich Olympiasieger Christoph Harting mit einer Weite von 63,22 Meter zufrieden geben muss, zeigt der Olympia-Bronzemedaillengewinner konstante Versuche. Bei schwierigen Bedingungen mit teils böigem Rückenwind wirft er seinen Diskus im fünften Versuch auf 66,90 Meter. Damit bleibt er zwar knapp 4 Meter hinter seiner persönlichen Bestweite, setzt sich aber klar gegen Harting durch. Ich habe jetzt einen Reisestress hinter mir und habe vor 2 Tagen noch mit meinem Trainer, mit dem Gregor, geredet. Er hat gesagt, ja, er rechnet ja mit 62, 63. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, okay, das will ich am 2, dass ich das noch kann. Und bin wirklich dann ohne irgendwelchen Erwartungsdruck hergefahren. Und das hat dann voll geholfen und habe dann wirklich halt eigentlich ganz befreit werfen können. Im Speerwurf zeigt WM-Starterin Viktoria Hudson ihre Klasse. Bei zeitweise böigem Gegenwind wirft die Niederösterreicherin den Speer auf 57,87 Meter, bleibt damit hinter ihrem eigenen Meetingrekord von 60,98 Meter, ist aber durchaus zufrieden. Der Höhepunkt, der soll halt einfach bei der WM sein. Mir bringt nichts, wenn da jetzt der Höhepunkt ist. Natürlich wäre es super, wenn ich in jedem Wettkampf 64 Meter werfe. Das ist keine Frage, das wünscht sich natürlich jeder Athlet. Aber wir sind halt keine Maschinen, der Körper spürt das Training und ja, ich bin froh, dass das Training wirkt, damit es dann wirklich bei der WM krachen kann. Ja. Über 400 Meter Hürden läuft Leo Köhldorfer vom ULC Linz Oberbank in 50,52 zu einer neuen persönlichen Bestzeit und wird Zweiter, 0,3 Sekunden vor dem Burgenländer Niklas Strohmeier-Dangl. Mit einer Enttäuschung endet das Horst Mandl Memorial für EM-Starter Ricardo Klotz im Stabhochsprung. Er scheitert bei 5,30 Meter, muss sich mit übersprungenen 5,10 Meter mit Platz 3 zufrieden geben.